So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück zu... Ich höre dich. Nee, 10 Days to Die. Also, ich weiß echt nicht, wo die gegenhaut. Die muss irgendwo eingesperrt sein. Ist mir auch recht egal, was mir... Hundehütte. Das Risiko gehe ich nicht ein bei Hundehütten. Sind diese Dinger hier, wollte ich sagen. Ja. Oh. Shit, ich wollte hier rüberspringen. Puh. Oh ja. Du Kacker, du. Oh, der ging aber easy. Puh. Mein Gott. Alter. Was für ein Schrecken zum Start der Folge. Ach du Kacke. Eieiei. Ja, darauf hast du dir ein Getränk verdient. Also so gut bin ich ja noch nie vor dem Hund weggekommen. Nur zweimal gebissen. Eieiei. Buh, 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 buh. Okay, wir wissen, wo wir hinrennen müssen, falls noch ein Hund kommt. Sakrament und Sabberlot. Oh ja, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Das Herz pumpt auf 3500. Oh, der Nachbar. Ich wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Sag mal, was ist denn jetzt hier los mit euch? Na, und treffen tue ich euch auch nicht mehr. Mach. Die Dame da hinten klopft auch noch. So. So können wir drüber reden. Oh, ich habe irgendwas aufgedeckt. Hühnchen. Oh, Hühnchen wäre wichtig. Wartet, wo? Muss hier vor uns sein. Oh Mann, er taumelt echt. Sag mal. No. Schweinerei. Hühnchen. Mann, wirklich? Willst du mich doch verarschen? Spiel immer versteckt mit uns. Uhr. Ja, so langsam muss ich auf jeden Fall an Umdrehen denken. So. Ich meine, das gibt Federn und Nahrung, nicht? Das hat einen doppelten Vorteil. Ich würde trotzdem den einen Trailer wenigstens schon noch mitnehmen. Eieiei. Also vom Hund, ich bin immer noch... Also wenn mehr als zwei Hunde kommen, nicht, dann stelle ich mich nur hin und sterbe einfach. Sag mal, die sind auf einmal so schnell. Na, und der Fall geht durch.
Oh ja, was zu essen. Ah, nur Papier in der Toilette. Nix. Schade. Kein guter Trailer. Hab schon bessere gehabt. Wo ist sie? Ist sie tot? Ich hoffe. Sehr gut. Noch mehr Fleisch. Na gut. 17,8. Da ist noch ein Hund. Oh nee. Einer reicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir schon bessere Rüstung hatten. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon dreimal tot gewesen. Wo war denn unsere Kiste? Wo habe ich denn die hingebracht? Da hinten, nicht? Da steht die. Das ist ein ziemlicher Umweg auf dem Weg nach Hause, ne? Wir gehen lieber direkt. Obwohl, das ist... So ein bisschen wie im Weltraum, nicht? Wenn man so ein bisschen abweicht von dem Originalweg, um nur 1%, dann kommt man hinten um kilometerweise falsch raus. Deswegen sollten wir nicht riesig links und rechts laufen. Können wir ihn noch irgendwie entlasten? Noch irgendwas zerlegen? Messingheizkörper können wir zerlegen. Haben wir noch einen weniger? Das habe ich noch gar nicht. Ich habe im letzten Spielstand noch zwei Mods gehabt. Taschenmods direkt. Das hat das Leben auf jeden Fall deutlich erleichtert, wenn man so ein Lootkönig ist wie ich. Na, die Knochen können weg oder Zement. Oh. Komm, zwei Stofffetzen. Lieber ein bisschen früher nach Hause und noch ein paar Sachen sammeln, glaube ich. Wäre gar nicht schlecht. Ich kann doch noch mal gucken. Guck mal, da kriegen wir noch mal. Aber hiermit gleich wieder Platz aufgefüllt. Ja, gut. Ich fühle mich gut vorbereitet. I feel prepared auf das, was da demnächst noch kommt. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass dieses grundlegende System mit Zombies halt so ein bisschen ja auf Randomness beruht, nicht? Also auf irgendeiner Spielerstufe spawnen einfach Objekte, Zombies um einen herum. Punkt. Nicht? Finde ich so ein bisschen altbacken. Valheim hat es aber nicht anders gemacht, aber bei Valheim fand ich es noch schlimmer. Man ist von diesen Viechern teilweise einfach nur belästigt worden, gerade am Anfang. Und ist zu gar nichts anderem gekommen, als die ganze Zeit umzukloppen. Das war schon recht nervig. Da ist das hier doch ein bisschen angenehmer. Aber was blöd ist, also was ich mir dachte so, die Zombies spawnen halt einfach im Nirgendwo, nur weil man da ist. Ich finde, es müsste so ein, ja, mehr so eine Art Heatmap geben, nicht? Wo bin ich oft? Wo laufe ich lang? Und dann gibt's so Maps, wo eher die Zombies auch hinlaufen, nicht? Oder wenn ich hier langlaufe und mir läuft einer hinterher, dass er halt einfach weiterläuft oder auch andere dann anzieht in diese Richtung. Das heißt, wenn ich immer oft zu meinem Haus laufe, dass sie dann dadurch irgendwann das Haus finden erst, nicht? Wenn ich mich komplett verstecke und nicht einfach random spawnt einer
Ja, dass mal einer da ist, nicht? Aber manchmal kommen ja ganze Horden etc. und die wissen genau, wo man ist. Ja, nicht, das erzeugt die Action, aber nimmt so ein bisschen den Realismus raus. Hätte halt gern fest vorgelegte Zombies, nicht? Die dann sich auf Grundlage von solchen Sachen irgendwie, ja, getriggert fühlen. Das wäre irgendwie cool. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Da ist ja schon das Haus. Okay, also die Stadt ist wirklich ganz dicht dran, nicht? Also da laufen wir ja... Eine Stunde sind wir, nicht? Eineinhalb. Okay, easy. Die andere ist echt viel weiter weg, gefühlt. Dabei, wenn man so in den Kartenausschnitt guckt, ja doch. Nicht? Die ist... Der Kern ist auf jeden Fall weiter weg. Oh, der Baum störte noch. Davon träumt man auch, von diesem Geräusch irgendwann. Ich bin froh, wenn wir denn die Kettensäge haben. Hier ist ein bisschen blöd, also von der Seite können sie mich eigentlich ganz gut erreichen, weil sie einen Hügel runter sind. Dadurch treffe ich sie vielleicht nicht so super. Das könnte durchaus ein Thema werden. Ah, da kriegen wir auch ordentlich Licht, endlich. Welcher störte noch? Ich glaube, der störte noch am meisten, nicht? Weil er so den Bodensicht wegnimmt. Wir brauchen eh so viel Holz für die Stachelfallen. Wir brauchen mindestens 400 Stachelfallen, so. So. Die anderen Bäume würde ich alle nicht fällen. Nicht, damit das nicht zu viel Krach ist. Die lasse ich dann immer so ein bisschen stehen. Kurz bevor sie umfallen. Da können sich die Zombies dann drum kümmern, wenn sie gegenrennen. Wie viel Holz haben wir? 1700, ist auch schon ordentlich. Da ist auf jeden Fall ein Haus, da könnten wir noch hin am nächsten Tag mal. Regnet schon wieder? Oh no. Ich weiß noch, in der Alpha 16 oder auch in der ein... Alpha 20, glaube ich, Alpha 20. Da bin ich mal gespawnt, direkt am See.
musst du um so einen See herumlaufen, um irgendwo hinzukommen. Es waren gar keine Häuser in 500 Metern Umkreis. Die erste Nacht habe ich im Wald verbracht, in einer selbstgebauten Hütte. Und am nächsten Morgen nehme ich die Hütte auseinander. Steht da einfach ein fucking Bär direkt am Anfang. Das war echt nicht gut. Den Spielstand habe ich dann aber auch nicht weiter gespielt. Oh, 21 Uhr. Nee, Erde. Sammeln wir lieber erstmal Holz. Ich habe nicht genug Ausdauer. Naja, Hunger. Oben warten leckere Ham and Egg auf dich. Apropos, sehen wir vielleicht noch ein Tier? Oh ja. Ein Hasen. Den versuchen wir noch zu kriegen. Geht doch. Wo liegt er? Da. Oh, noch mehr Essen. Okay. Ich würde sagen, halbe Stunde noch. Deswegen gehen wir lieber rein. Wenn wir Glück haben, spawnt nachts irgendein Reh oder so noch. Wäre auch nicht schlecht. Ey. Nicht das Auto. Oh. Perfekt. Ja, die Klappe geht leider nicht zu. Die kann man nur kaputt hauen. Und jetzt können wir auch über das Einlagersystem nicht die Sachen einfach auch einlagern lassen. Murky Water. Wir haben nur ein Wasser gefunden. Das ist natürlich krass. So, 9 Minuten Wasser. Brauche eine. Und Speck brauche 9. Ne, 7. 7, 8, 39. Ah, wir brauchen das so. Okay, Speck mit Eiern. Kochen, Wasser. Kochen. Und er hat ja Hunger. Er kriegt auch das Essen. Sehr schön. So, in die Nahrungskiste nochmal unsere Vorräte erhöhen. Was haben wir noch? Fleisch, Eier. Pflanzenzeug kann da noch rein. Ja, du kriegst auch hier dein... Okay. Auf jeden Fall Pfeile fertigen. Das ist Rohstoffe. Das sind Rohstoffe. Das ist noch Nahrung. Hatten wir noch keine Kartoffeln? Ah, die habe ich nicht mitgenommen, nicht? Alles klar. Vielleicht packe ich mal so Medizinsachen nach unten, die brauchen eh bald eine eigene Kiste, nicht? Wenn wir so viel Nahrung finden. Oder die Samen in eine eigene Kiste. Irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen. Oh, was haben wir denn da gefunden? Schemmsuppe. Okay. Uns geht's ja wirklich blendend, würde ich sagen. Dann mach ich mal die Samen so. Und das ist Creme, keine Samen. Das sind auch schon Bohnen. Das waren noch Samen. Ja. Erstmal so irgendwie. Das ist halbwegs sortiert. Das sind noch Samen. Dann sieht sogar ordentlich aus. Sehr gut. Nägel. Das Zeug und das ja auch noch essen. Gar nicht gesehen. Hier noch die Waffe.
Ja, und das Rad und so eine Sachen würde ich hier reinpacken. Sind auch nochmal Samen. Und das Zeug kommt hier rein. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles wegsortiert und haben noch ein bisschen was auf Halde. Das ist sehr gut. Und Pfeile haben wir auch schon... Ja, ich würde nicht sagen ausreichend. Ich habe den Kleiderschlanken nicht durchsucht. Okay. Aber schon ein bisschen was. Aua. Oh, falls irgendwas passiert, komme ich da hoch? Nee. Wow. Okay. No. Wenigstens das Fundament einmal rundherum absichern. Ach doch, da war ein Schrank, auch in meinem... Na, die Tür, die mauern wir denn richtig zu. Haben wir erstmal hier zumindest die... Da sind welche. Die Verstärkung. Wo macht sie Geräusche? Da. Noch eine. Nee. Obwohl. Da unten ist ja eh eine Stachelfalle. Und ein Level Up. Ich würde sagen, das ist perfekt für die Folge. Um noch kurz zu gucken, wir haben 3 Punkte. Also ich würde auf jeden Fall das hier erhöhen. Auf Level 3. Nicht? Dann wollten wir den Eisernen Magen erhöhen. Sehr gut. Ausdauertraining geht erst ab 4. Jägermann. Ich würde noch mehr von Tieren kriegen. Interessant. Achso, die Pfeile, die aus dem gerade rausgedroppt sind, ja. Ich dachte gerade, was blubbert hier so? Was können wir noch machen? Henker, was ist das eigentlich? Bedienungsanleitung, Schlagstöcke etc. Nee. Ingenieurlehrling, Schmiedeschneller, brauchen wir auch noch nicht. Packesel wäre interessant. Oder hätte ich das andere lernen müssen? Heilfaktor auch nicht so schlecht. Oder aber wir erhöhen schon mal Wo ist denn hier Bogenschießen. Dass wir hier hochgehen auf Beweglichkeit. Ist glaube ich auch nicht so schlecht. Da brauchen wir Level 3, also auch noch 2 Level Minimum. Okay. Ah, und was noch wichtig ist, können wir eine bessere Steinaxt machen? Ne. Immer noch nicht.
Tja. Schon 0:26, die Nacht ging echt schnell rum. Tag 7. Ja. Ich würde jetzt die nächsten zwei Tage auf jeden Fall so ein bisschen aufteilen. Nicht Heimtag looten in der Stadt, ein, zwei Häuser machen und dann Holz sammeln. Stacheldraht und Stachelfallen herstellen. Das mit dem Dach dauert echt ewig. So eine Kettensäge wäre halt echt was Cooles. Ah, die braucht dann auch wieder Benzin, nicht? Da muss man also auch erst finden. Boah, also der Sound ist echt zu laut. Liegt da unten Honig? Nee, das ist eine Kiste, nicht? Von hier oben sieht es aus, als ob da eine Honigwabe liegt. Ah, wir haben ja noch ein paar Nächte, wo wir das Dach umarbeiten können. Den Tausammler, ich habe gesehen, der ist auf dem Dach nicht super effektiv. Für den müssten wir aber eine Fläche schaffen, der ist recht groß. Das ist eigentlich auch noch ein Ding. Ich kann keine Spuren in der Nähe sehen. Das ist aber auch okay. Obwohl so ein Hirsch, der da runterkommt, ich würde auch nachts runterkrauchen, um den schnell auszunehmen, nicht? Habe ich keine Einwände gegen, wenn die sich opfern wollen. Ich kann die Spuren von denen nur noch nicht sehen. Das kann man ja auch hochleveln. Ja, auch eine Option. Aber aktuell reichen eigentlich ein paar Hühnchen, oder? Also. Einzige Jucker vielleicht anpflanzen, das wäre noch ein Thema, über das man nachdenken könnte. Das hier muss auch noch weg. Und oh Wunder, nicht? Dann hat man nämlich genau die Höhe. Und da drin würde ich dann nämlich eine neue Decke einziehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was ich alles wegreiße oder nicht wegreiße. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier kommt noch ein Turm rein. Da müssen wir leider irgendwie von unten ran. Ah, diesmal habe ich ja noch keine Stachelfallen da unten. Das heißt, ich kann von außen noch mal auf das Ding rauf. Ja, das hilft. Das wäre gar nicht schlecht. Bevor ich die Stachelfallen nämlich drumherum setze. Aber ich setze ihn diesmal auch wieder so perfekt dahin. Oh, und ja, wenn wir das einebnen, nicht, dann können wir den Tausammler erst hinstellen. Eigentlich schon wichtig. Aber ich würde sagen, wir machen die Nacht zu Ende und sehen uns dann am nächsten Morgen wieder.
Bis gleich.